Ich stehe hier direkt zu Hause und hinter mir seht ihr nicht viel, denn es geht heute wieder um ein Auto, was ich nur kurz vorstelle, weil ich es euch schon mal präsentiert habe. Und aus dem Grund würde ich einfach sagen, wir starten deshalb jetzt ins Video hinein. Da steht es auch schon, Dacia Duster. Ja, eins meiner Lieblingsautos zum Reviewen. Es ist schon faszinierend, denn der Dacia Duster ist und bleibt immer noch ein sehr viel diskutiertes Fahrzeug, weshalb ich ihn euch jetzt auch vorstellen will. Aber mir geht es vielmehr um die Motorisierung, die hier unter der Haube steckt, denn wir haben den neuen TCE 130 unter der Haube. Ihr kennt ihn bereits als DCI 95 Essential. Das Video verlinke ich euch jetzt. Dann haben wir ihn auch schon vorgestellt in der Basisvariante für 11.490 Euro, wie er im Buche steht. Mittlerweile sind es 11.790 Euro. Und dann habe ich ihn euch schon bei der ersten Fahrveranstaltung in Griechenland vorgestellt. Und da als Dieselvariante, da aber ohne Text. Also, heute geht es hier um den Dacia Duster TCE 130 Prestige. Und da steht er auch schon in einem wunderschönen Orange, aber einem Farbton, den man eigentlich kaum aussprechen kann. Die Farbe schreibe ich euch jetzt unten rein. Die Front, ganz klar, typisch Duster, sehr bullig, gefällt mir richtig gut. Der Unterfahrschutz, das zeigt auch, dass er ein Offroader sein will. Was wir sehen, auch hier unterhalb des Dacia-Logos, da haben wir eine Kamera verbaut. Ja, wir haben hier tatsächlich vier Kameras insgesamt an dem Duster verbaut. Ein LED-Tagfahrlicht leuchtet uns normalerweise hier im Scheinwerfer schon entgegen. Das haben wir hier. Geht es lang und schön finde ich auch solche kleinen Details. Ich hoffe, man sieht es sehr schön, dass hier drinnen nämlich auch das da steht. Ja, also es gibt so kleine feine Details. Ich finde auch die Felgen hier sehr, sehr schön. Das sind 17 Zoll Räder. Übrigens, es handelt sich hier um kein Pressefahrzeug. Das möchte ich gleich vorweg sagen, sondern um ein Mietfahrzeug der Firma Europcar. Jetzt ganz frisch in der Flotte sozusagen. Darum geht es jetzt nämlich auch, denn das Auto ist eigentlich so ein bisschen ein kleines Montagsauto, weshalb ich hier nicht so im Detail auf die Gesamtqualität eingehen will. Wir haben so ein bisschen Quietschen an der Hinterachse. Wir haben eine jaulende Vorderachse. Wir haben tatsächlich auch so ein bisschen Klappergeräusche und ich bin der Meinung auch leider dieser Teppich hier hinten, der ist ein bisschen unsauber insgesamt hier verlegt worden. Aber solche Montagsautos kennen wir auch schon bei deutlich teureren. Beim Kofferraum ist es weiterhin so, hier geht wirklich so ziemlich alles rein, was man so im Alltag braucht. Kinderwagen, der Großeinkauf, die Reise für vier Personen geht auch. Kein Problem, das Gepäckfach ist groß genug. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach nur ein wirklich geräumiges Fahrzeug. Die Ladekante ist natürlich ein bisschen erhöht. Hier stört auch nicht sonderlich, dass das hier eigentlich lackiert ist, besser gesagt, und nicht geschützt, sondern wir haben hier noch diesen silbernen Auffänger und damit passt das auch soweit. Dann würde ich sagen, schauen wir auch gleich hier auf die Rücksitzbank. Da ist nämlich der Kindersitz schon integriert. Da sehen wir auch, Platz ist genügend für den Kindersitz. Ja, okay, man sieht ganz klar, das passt soweit. Dann, Konnektivität gibt es hier hinten nicht wirklich. Ja. Platz übrigens auch zum Sitzen ausreichend. Dann schließen wir die Tür. Hier haben wir auch wieder so das kleine Detail, das da an der Dachreling. Und dann setzen wir uns tatsächlich doch hier wohl einmal ins Auto hinein und dann erkläre ich euch jetzt den Innenraum. Kaum gesagt, schon sitze ich tatsächlich hier am Steuer vom Dacia Duster. Und natürlich möchte ich euch den Innenraum hier nochmal ganz kurz zeigen, auch wenn ihn vielleicht der eine oder andere da draußen schon gesehen hat. Tada! So sieht es hier drinnen tatsächlich im Dacia Duster einmal aus. Klassisch das Vierspeichen Dacia Lenkrad hier mit dem Kunstlederbezug. Dann haben wir hier auch sehr übersichtliche Tastenkombinationen für den Tempomaten hier komplett. Auf der rechten Seite Bordcomputer und Spracheingabe.
Dann haben wir ein klassisches Kombi-Instrument hier drinnen. Übrigens, das Kombi-Instrument ist tatsächlich für alle Modelle gleich. Da gibt es keinen Unterschied, deswegen haben wir hier auch keinen roten Drehzahlbereich, sondern es ist tatsächlich ob Benziner, ob Diesel, ob kleiner Diesel, ob großer Benziner oder nicht. Das ist alles das gleiche Kombi-Instrument. Hier spart Dacia tatsächlich einfach das Ganze ein. Wir können hier die einzelnen Werte so ein bisschen durchgehen, die wir haben im Bordcomputer-Menü. Das ist auch jetzt nichts, kein großes Hexenwerk, aber dennoch insgesamt einfach ein wirklich ja, aufgeräumte Anzeige und natürlich auch sehr, sehr schön ablesbar. Dann gehen wir hier rüber. Das ist die Spiegelverstellung, die wir hier haben. Da gibt es dann tatsächlich einen tote Winkelassistenten, der hier an ist. Dann schauen wir weiter. Elektrische Fensterheber vorn und hinten haben wir hier. Die Türtafel ist schön ausgeformt, fühlt sich gut an. Natürlich alles Hartplastik, aber das kennen wir ja. Das ist typisch Dacia und natürlich ist, wir sind jetzt hier in einem günstigen Fahrzeug untergebracht. Dann haben wir hier Lüftungsdüsen, die man verdrehen kann. Kann man auch dann schließen, ist auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier das Media Nav genannte Navigationssystem. Wir haben einen USB-Port und haben dann auch die Möglichkeit, Apple CarPlay zu nutzen. Wenn wir denn hier unser USB-Kabel nehmen und das Smartphone anschließen, ich mache das jetzt mal, dann sehen wir da unten drunter auch die optionale Klimaautomatik, die sich hier aufgibt. Genau, und schon ist es hier, Apple CarPlay. Da können wir dann drauf gehen und dann gehen wir hier ins Menü rein. So, dann sehen wir das auch. Also eine übliche Darstellung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau. Dann gehen wir hier runter. Da sehen wir noch die Schalterleiste. Wir haben hier das Start-Stopp deaktivieren, eine Eco-Taste. Damit wird der Antrieb einfach noch mal ein bisschen auf indirekter getrimmt. Dann haben wir die Warnblink-Taste, etwas zu klein für meine Begriffe. Könnte man auch aufs Navigationssystem drauf tun. Dann die Zentralverriegelung, das Deaktivieren der Parkhilfe und das Kamerasystem. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch noch mal kurz. Wir haben nämlich hier, wie gesagt, vier Kameras, und zwar eine, das ist die Frontkamera, dann haben wir natürlich die Rückfahrkamera, dann können wir einfach die Außenspiegelkameras nochmal durchklicken. Es gibt aber kein berechnetes 360-Grad-Bild. Braucht man aber ehrlich gesagt so auch nicht unbedingt. Dann habe ich, wie gesagt, da unten eine Klimaautomatik drinnen. Ein Zonen-Klimaautomatik, aber völlig ausreichend. Da unten ist noch ein Ablagefach, da liegt jetzt gerade das Smartphone drinnen mit so einer Ablage. Dann der Schaltknauf vom 6-Gang-Handschaltgetriebe. Dann haben wir die manuelle Handbremse. Hier unten wird dann übrigens auch der Tempomat oder Limiter, je nachdem, aktiviert. Dann ist hier noch ein kleines Ablagefach für Schlüssel oder Autoschlüssel. Dann haben wir hier hinten noch zwei Cupholder, dann eine Mittelarmlehne für den Fahrer. Dann haben wir hier die Sitze, die sind bequem, bieten aber keinen Seitenhalt. Die Polster sind sehr warm, gibt es auch nichts zu bemängeln. Insgesamt für den Alltag ganz ordentlich, ansonsten Langstreckenkomfort, naja, okay. Dann haben wir hier noch ein kleines Ablagefach, das Ganze hier ist gummiert. Dann da kommt dann der Airbag raus, wenn er denn mal kracht. Da unten ist noch ein Handschuhfach drinnen, da passt auch so ein bisschen was rein. Dann sehen wir nochmal die Türtafel. Die Ablage da unten ist auch äußerst großzügig bemessen, da passt dann eine 1 Liter PET-Flasche rein. Dann einmal der Rundumblick. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich auch recht übersichtlich, das sehen wir. Genau. Und ansonsten gibt es hier drinnen eh nicht mehr so viel zu entdecken. Und aus dem Grund würde ich jetzt einfach mal sagen, steige ich jetzt aufs Gaspedal, schnall mich an und dann drehen wir noch eine Runde. Wir sind unterwegs mit dem Dacia Duster TCE 130 und es ist faszinierend, denn der kleine 1,33 Liter große Vierzylinder Turbobenziner ist genau der Motor, wo ich mir schon gedacht habe, der müsste hier echt gut reinpassen. Und das tut er auch. Auf dem Datenblatt bietet er knapp über 10 Sekunden, braucht er auch von 0 auf 100, ist knappe 200 Stundenkilometer schnell.
und auch wirtschaftlich gesehen verbraucht er nicht allzu viel Kraftstoff. Das ist genau der Punkt, warum der Duster TCE 130 in meinen Augen die beste Antriebskombination derzeit auch im Programm ist. Die 130 PS, naja gut, okay, trotz 1,3 Tonnen Leergewicht, naja, fühlen sich jetzt nicht wirklich sportlich an oder er reißt hier Bäume aus. Nein, der Wagen ist gut abgestimmt, ist eher ein bisschen, naja, wie soll ich jetzt mal schlicht und ergreifend sagen, er kommt aus dem Quark, also er kommt gut aus dem Quark, er steht ordentlich im Futter, er fühlt sich in Ordnung an, aber nie übermotorisiert oder sonst was. Es ist ein Motor, der Drehzahl braucht, kein üblicher Turbomotor, der von unten raus schon so viel Drehmoment hat, sondern 240 Newtonmeter, die wollen so ein bisschen schon Drehzahl bekommen. Ja, das merkt man, der Motor ist gut gedämmt, läuft gut, man hört so ein bisschen das Turbo säuseln und pfeifen. Ich persönlich mag ihn so, wie er ist. Das Fahrwerk an sich ganz klar typisch Duster. Weich, komfortabel, schluckfreudige Federung. Da gibt es einfach keine Besonderheiten, sondern das funktioniert alles einwandfrei und man wünscht sich hier auch keinen sportlichen SUV mit knallharter Federung oder sonst was, was im Moment so typisch ist. Nein, der Duster ist einfach ein ehrlicher Kerl. Der bietet genau das, was man möchte. Bequem im Alltag von A nach B kommen und das möglichst entspannt. Und das schafft er. Da braucht man nicht reden. Die Aufbaubewegungen oder die indirekte Lenkung, da braucht man sich gar nicht drüber echauffieren. Nein, das passt so beim Duster. Kommen wir natürlich jetzt zum Fazit vom Dacia Duster. Und wie fällt denn dieses bitteschön aus? Wie ist der Dacia Duster denn mit dem TCE 130 Antrieb? In meinen Augen genau der Antrieb, den ihr da draußen am besten wählen solltet. Denn mit den 130 PS machen ihn durchaus flott, würde ich jetzt nicht nennen, aber gut motorisiert. Er macht tatsächlich einen insgesamt ordentlichen Eindruck. Die Prestige-Ausstattung wäre sicherlich auch die, die ich euch empfehlen würde. Da ist schon alles drinnen. Da kommt dann noch ein bisschen was drauf und dann sind wir bei 18.600 Euro. So wie er da steht, Rabatt gibt es bei Dacia keinen. Die Autos verkaufen sich eh wie geschnitten Brot und Wertverlust gibt es eh kaum. Also von dem her, was soll ich da noch sagen? Der Antrieb ist sparsam genug, der Wagen geht ordentlich. Die Verarbeitung, na gut, wir haben hier ein Montagsauto. Ein Montagsauto kann überall passieren, denn ich hatte bis dato schon drei Duster. Die waren alle ohne Fehl und Tadel. Jetzt haben wir mal einen Duster, der eher so ein bisschen Montagsauto-mäßig unterwegs ist. Naja, gut, okay. Ich würde mal sagen, das verzeihe ich ihm jetzt ausnahmsweise. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen verzeihen würdet, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir ein paar Fehlerchen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Like das Video und kommentiert jetzt da unten drunter, was eure Meinung zum Thema Dacia Duster TCE 130 Prestige ist.